Hallo und willkommen zurück bei The Witcher 3 Blood and Wine. Und ja, wir haben ja schon eine Quest ausgewählt. Und zwar diesen Rinderwahn oder was das da war in der letzten Folge. Und ja, genau. Nun mache ich mich auf den Weg erstmal zu einem Fragezeichen, das hier vorne irgendwo sein soll. Da schaue ich mich gerade mal um. Oh, Tufo-Weingut. Klingt auch mal interessant. Nicht Tofu, sondern Tufo. Vermutlich hat das Fundament nachgegeben. Wurde buchstäblich untergraben. Coolio. Okay, hier geht es auf jeden Fall um die Bärenausrüstung. Aber um die kümmere ich mich ein andermal. Erstmal kümmern wir uns hier vorne drum. Also wundert euch nicht, ich habe jetzt schon wieder eine ganze Weile nicht gespielt. Ich komme momentan leider so wenig dazu. Es ist hier unter der Erde. Na, ganz toll. Na, super. Ja. Kann ich die Markierung mal wegmachen? Also, ist schon weg, okay. So, auf dem Weg da oben hin sehe ich sonst nichts. Gehen wir einfach mal weiter. Stock und Peitsche für die Aufrührer. Unsere Herzogin wünscht Ruhe und Frieden. Heute Abend geht's zu den Glöcknerinnen wie der Blitz. Die Mädels können mich gar nicht erwarten. Ohne Lohn wird sich nicht mal ein Pferd. Ja, so sieht's aus. Bist du das, der Turniersieger? Ja, bin ich. Hallihallo. Hallihallo. Schön, dich zu sehen. Ja, weiter geht's. Hat die Katze mich angefaucht? Böse Katze. Oh, ich zittere am ganzen Leib. Warum? Es ist wieder kalt, es ist schön heute. Naja. Soll mal ihr Geheimnis bleiben. Ich mache mich auf zur nächsten Quest. Verlasse dieses Tufo, Tofu, was auch immer Anwesen. Und gehe dann mal zum nächsten Ort. Sehr ruhig hier, muss ich sagen. Verhältnismäßig ruhig, also das ist zu sonst definitiv. So, Adaiso Steinbruch. Ich glaube, hier sind wir richtig. Hier sollen wir hin. Hallo, werte Herren, werte Damen. Der Geralt ist da. Wobei im Steinbruch. Ich glaube nicht, dass ich hier irgendwelche Frauen antreffen werde. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich so ein Gefühl. So, da vorne ist noch ein Schmied. Da gehe ich gerade mal hin. Hallo. Wir exportieren Schwerter nach Methina, Ebbing, Nazair, sogar nach Serikanien. Ja, das ist ja schön. Ah, ich kann doch mit dir reden. Du siehst mir nicht wie einer vom Steinbruch aus. Bedeutet das, wir kommen nicht ins Geschäft? Nein. Das bedeutet, du wirst hier kaum etwas finden, das du gebrauchen kannst. Ach, keine Ahnung. Ich habe nur Sachen für den Steinbruch. Hämmer, Nägel, Handcreme. Aber du kannst dich natürlich trotzdem umschauen. Handcreme? Zeig mal, was du hast. Na gut, aber Handcreme? What the fuck? Na egal. Okay, das ist das. Ja, viel zu verkaufen haben wir nicht. Ich wollte nur mal eben schauen, was wir so haben und was er so hat. Und er hat wirklich nicht sonderlich viel. Ich muss los. Bis dann. Nun gut, dann machen wir uns weiter mal. Sogar nach Serikanien. Können wir unsere Gegenstände aufwerten? Coolio. So, irgendwie muss ich hier runter. Natürlich simulieren sie nur. Aber was will man machen? Ein Aufseher, die machen sogar Pause hier. Aha. Warum so eilig? Boah. Geht's zu den Glöcknerinnen
Na dann. So, hallöle. Werte Herren. Was zum dreimal verfluchten Kuckuck ist denn los, Männer? Welche Plage? Das ist nur eine unglückliche Verkettung von Umständen. Zurück an die Arbeit. Wenn wir den Kopf nicht pünktlich liefern, reißt der Investor mir die Eier ab. Sagst du das auch, Emils Witwe? Es war ein Unfall, dass er von einer Kuh erschlagen wurde? Was? Das ist eine ernste Sache, Herr. Da muss ein Fachmann ran. Ein Magier oder so. Was ist denn passiert? Seht mal, das ist doch der Hexer, der neuerdings hier ist. Vielleicht kann der was machen. Einen Exorzismus vielleicht. Wir sollten ihn fragen, was er nimmt. Ich habe den Aushang gelesen. Ihr habt ein Kuhproblem? Ihr fürchtet eine Plage? Ja, ja. Und was das für eine ist? Wir müssen die Götter richtig sauer gemacht haben. In Serikanien hat es Heuschrecken und Froschplagen gegeben. Bei uns hingegen haben sie gleich angefangen, mit Kühen zu werfen. Schluss jetzt. Kein Grund, Panik zu stiften. Komm, Meister Hexer, ich zeige dir, worum es geht. Ja, das wäre ganz nett, weil das klingt irgendwie ein wenig abgefahren. Ja, das ist wirklich eine dumme Sache, von einer Kuh erschlagen zu werden. Eine Schande. Emil war ein guter Arbeiter. Ich habe ihnen gleich gesagt, es gibt eine simple Erklärung. Aber nein, sie schreien und brüllen von Plage und Plagenzulage und Gefahrenzulage und so weiter. Die ruinieren mich, diese Taugenichtse. Ich soll rausfinden, warum eine Kuh vom Himmel gefallen ist? Wirklich? Das auch. Die Sache ist die. Es hat sich keiner getraut, den Kuhkadaver wegzuschaffen. Und jetzt treibt sich irgendein Abschaum im anderen Steinbruch rum. Wir wagen uns nicht hin. Na, da habe ich so eine Vermutung, was da das so rumschwirrt. Das überrascht mich nicht. Die Kuh, wo ist sie hergekommen? Und was für eine war es? Na, eine ganz normale Gescheckte, nichts Ungewöhnliches dran. Sie verrottet da drüben und stinkt. Und Emil liegt direkt drunter. Nimmst du den Auftrag an und kümmerst dich um die Sache? Ja, annehmen auf alle Fälle. Aber dass da jetzt andere Viecher sind, ist ja klar. Also Ghule oder sowas werden es wahrscheinlich sein, mit dem wir zu tun bekommen. Aber was habt ihr denn hier eigentlich? Was genau macht ihr hier eigentlich? Wir arbeiten an einer Statue des Propheten Majoran. Bildhauerei. Nicht die ganze Statue. Unsere Aufgabe ist der Kopf. Das Projekt lag jahrelang still, aber jetzt setzt ein frommer Investor es fort. Alle Steinbrüche der Gegend machen mit. Und cool, wir wären im Zeitplan, wenn dieser Unfall nicht gewesen wäre. Bitte, Meister, nimmst du dich der Sache an? Ja. Ich muss mehr über diesen Vorfall wissen. Hat jemand gesehen, was passiert ist? Nein, aber Geräusche gehört. Oster wollte nachsehen, wie Emil vorankommt. Da gab es mit einem Mal einen ohrenbetäubenden Rums. Und kurz darauf ist irgendwas in einen der Kräne gekracht. Das war bestimmt nicht die Kuh. Vermutlich nicht. Am Morgen wollten wir jedenfalls nachsehen. Aber diese Scheusale haben uns ferngehalten. Seitdem steht hier alles still. Meister, bitte zaudere nicht länger. Nimmst du dich der Sache an? Ja, ich kann nicht mal über meine vertragliche Sache reden, aber gut. Gut, ich sehe mir die Sache an. Es könnte ein kaputtes Portal sein, aber das glaube ich nicht. Möge Majoran dich mit reichlich Nachwuchs segnen. Ich werde auf deine Rückkehr warten. Tja, fliegende Kühe. Schauen wir uns die Sache doch mal an, werter Hund. Na, komm mal her. Kann ich dir irgendwas geben? Nein, leider nicht. Naja, egal. Ich habe keine Ahnung, was ich da drin jetzt erwarten könnte. Jetzt mal abgesehen von Ghulen, die angezogen wurden von der toten Kuh. Das erwarte ich ja, wie gesagt. Wo soll ich denn hin? Ach nee. Wartet mal eben kurz. Ich guck mal, ob ich darauf ein besseres Bild kriege. Ich habe so eine Vermutung, was das ist. Es ist doch eine Hand mit einem ausgestreckten Mittelfinger, oder?
Also, oder? Ja? Ja, es könnte in etwa hinhauen. Okay. Was ist denn hier der fucking Eingang? Heute Abend geht's zu den Glöcknerinnen wieder. Ja, ja, ich habe schon ein paar Mal gehört. Was zum Geier, wo hänge ich denn da fest? Ist das komisch auf der Karte. Naja, aber hier bin ich, glaube ich, richtig jetzt endgültig. Nicht runterfallen, Geralt. Wäre jetzt nicht so geil. So. Ja, da sehen wir sie schon. Ich muss nur da runterkommen. Ach, dahinter. Anschlagbrett? Hier gibt es ein Anschlagbrett? Okay. So, kommt mal her, werte Ghule. Ich hab da was für euch. Komm schon. Aua. Oh, das war jetzt nicht so schwer. Die waren schon dran. Hoffentlich haben sie gespürt. So, jetzt haben wir noch einen A-Ghul. So, für den probiere ich mal was. Genau, der kann nämlich dann die Stacheln einziehen und dann ist er für uns kein Problem mehr. So, ihr habt es, glaube ich, gehört während des Kampfes. Sehr wahrscheinlich das kurze, die kurze Meinung von Geralt, dass da schon die Ghule dran waren und er sich jetzt Gedanken darüber macht, ob hier noch irgendwas übrig ist. So. Das muss Emil sein. Die Arbeiter haben ihn erwähnt. Armer Kerl. Hat richtig Pech gehabt. Tja, wo soll ich anfangen? Gut, ich würde sagen, wir fangen einfach mal bei den Bisswunden der Kuh. Das dürfte klar sein, was das ist. Der Bauch ist aufgeschlitzt. Kaum Blut, sie war schon tot. Das Herz hat nicht mehr geschlagen. Bisswunden. Klein allerdings. Offenbar von Nekrophagen. Die haben das Fressen sicher sofort gewittert. Sehr wahrscheinlich. Okay, dann haben wir die stumpfen Verletzungen und kümmern wir erstmal die Wunden des Arbeiters an. Etwas Schweres hat ihn erwischt. Er hat einen Schädelbruch. Frische Fressspuren. Nekrophagen. Die haben ihn aber erst als Leiche erwischt. Bei der Leiche erfahre ich weiter nichts. Jetzt mal, nur mal ganz kurz festhalten. Wir wissen, ein Mann wurde von einer Kuh erschlagen. Das Erste, was er feststellt, er wurde von etwas Schwerem getroffen. Ja. Wäre ich auch drauf gekommen. Stumpfe Verletzung der Kuh. Was haben wir denn da? Starke Gewebetraumata, wie nach einem Sturz aus großer Höhe. Okay, und dann haben wir noch die Stich- und Hiebwunden. Tiefe Klauenspur. Die Breite deutet auf einen Drakoniden hin. Vermutlich ist es ein Wyvern. Aber Todesursache sind sie nicht. Dann hat das wohl einfach eine Vivan oder so fallen gelassen, vermute ich mal. Jetzt habe ich es. Die Kuh ist gestorben, als sie aus großer Höhe auf dem Boden aufschlug. Der Drakonide muss sie fallen gelassen haben. Vermutlich ein junges Exemplar, dem die Kuh zu schwer war. Emil hatte Pech, dass er drunter stand. Und dann ist da noch der Kran. Und da habe ich so meine Vermutung, dass da das Vieh reingeflogen ist. Also der Drakonid. Wir kommen jetzt nochmal hoch. Wo war irgendwo die Treppe, oder? Da ist eine Treppe nach oben. Gehen wir hier mal hoch. Halt. Hä? Kann ich hier irgendwas einsehen? Sieht nicht so aus. Warte mal kurz an. Auge juckt, verdammt. Gut, hier werde ich nicht weiter schlauer. Was haben wir hier? Was zum Looten? Hier wurde mal gegessen vor etwas längerer Zeit. Gehen wir halt hier hinten nochmal hoch und gehen dann. Hier vorne hin.
ich muss da oben hin, wenn ich das richtig sehe. So. Blut. Das muss ganz schön gekracht haben. Der Drakonide hat die Kuh fallen gelassen, versucht, den Flug zu stabilisieren und sich dabei verletzt. Gut. So müsste er einfach zu verfolgen sein. Alles klar. Wir haben einen verletzten Drakoiden und den verfolgen wir jetzt mal. Drakonidenblut. Winzige Spuren. Ich bin auf der richtigen Fährte. Ja, hervorragend. Okay. Also sprich, der Drakonid müsste angeschlagen sein. Und da gehe ich mal eben ganz schnell ins Inventar. Da können wir schon mal Öl auf unsere Waffe kleistern. Erhängte, Verfluchten, Bestien, Insektoiden, Hybriden, Drakoiden, da ist es doch. So. Da ist wieder ein Tropfen. Hier, da ist wieder was. Weiter ab durch den Wald. Das war eine ziemlich starke Blutung. Die Wunde muss schwerer gewesen sein, als ich dachte. Es scheint echt so zu sein. Also, das, was das Vieh am Blut verloren hat, ist schon heftig. Und hier sind wir, glaube ich, richtig. Riecht wie vergorene Mais. Der Drakonide müsste mit einer Mai in der Nähe überfallen. Bastard. Oh, nein, 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 nein. Haben wir auch hier, weil wir es vorher gefunden haben. Aua! Okay, mal eben kurz abgesüppelt. Und dann den rechts. Scheiße. So. Jetzt müssen wir uns hier erstmal umschauen. Was wir hier haben. Ich nehme erstmal den ganzen Kram mit hier, der hier so rumliegt, bevor wir uns um weitere Problemchen kümmern. Er ist auf dem Dach der Brennerei gelandet, hat Lärm und Chaos gemacht und ist weitergezogen. Na, hervorragend. Kann ich hier noch was looten? Ich kann nur noch einen Brief lesen. Moment. Notizen des Schuhputzers. Also sage ich dazu, Minister Tremblay, das ganze Sans-Retour-Tal ist überbewertet. Diese Weine und ich fange lieber gar nicht mit dem E an. EE? Ist das ein EE? Oder Est? Naja. Seit sie diesen Wein in Massenproduktion herstellen, sollten sie ihn Ete nennen. Dass er wirklich bessere Tage gesehen hat. Daraufhin sagte er, du hast recht. Ich habe den Code de Blessure auch immer lieber gemocht. Und ehrlich gesagt, das bleibt bitte unter uns, ziehe ich ihn sogar dem Sangreal vor. Du weißt, das ist der Wein, der der allergnädigsten Herrin und ihrem inneren Kreis vorbehalten ist. Und dann ist es mir ein einfältiger Dummkopf einfach herausgerutscht. Ich stimme dir zu, denn nach allem, was mir die Herren zum Vorkosten gibt, muss ich mir den Mund mit Wodka ausspülen und den widerlichen Geschmack loswerden. Ja, du kannst dir sicherlich denken, dass ich betrunken war, richtig? Einfach so drauf loszureden. Nun, ich hatte meine Stellung bei Hofe überbewertet. Tremblay musste nur ein Wort ins Ohr der Herzogin flüstern und schon saß ich auf der Straße. Und dann ist Benoit wieder zum herzoglichen Vorkoster ernannt worden. Ist das zu fassen?
Nach dem Skandal mit den Baronessen Nike und Quiline, was auch immer das alles sein soll. Und ich, tja, was soll ich tun? Mir blieb keine andere Wahl, als meine eigenen Tränke herzustellen und zu trinken. Das war schon immer meine große Leidenschaft. So, so. Krankenspur. Hier ist er langgekommen. Wohl zu müde zum Fliegen. Okay, dann machen wir uns mal weiter auf die Suche nach unserem Drakonit. War in schlechter Verfassung. Konnte kaum kriechen. Hier ist ein zweiter Drakonide gelandet. Ein größerer. Er hat auf den kleineren gewartet, dann sind sie zusammen weggeflogen. Sie müssten ja einfach zu verfolgen sein. Der kleinere hat freundlicherweise weitergeblutet. Ja, wie nett, dass er weitergeblutet hat. Aber da werden wir echt. Sie sind zusammen weggeflogen. Wohl zum Nest. Allergrößte Wahrscheinlichkeit. Okay, was haben wir jetzt? Hier endet die Spur. Guck mal nach oben. Hier oben war ich schon. Das sollte ich mir vielleicht mal ansehen. Sicher ist sicher. Okay, ich soll also nach da oben. Na, dann machen wir das doch glatt. Hoppa, einmal hier rüber. Boah, wie weit wir nach Süden abgekommen sind, Ruinen von Fort Ussa. Wusste ich's doch. Schleimlinge haben die Kühe gemacht und schon getötet. Vielleicht finde ich jetzt jemanden, der mich bezahlt. Die übrigen sind noch nicht geschlüpft. Ich muss das ganze Nest niederbrennen. Ah. Das könnte hinhauen. Okay. Das waren die beiden, die ich damals schon erledigt hatte, als ich auf der Suche nach Dingen zwar, wie heißt nach den Schematas war. Ihr erinnert euch vielleicht. Ist schon eine ganze Weile her. Tja, das war jetzt ja riesig, dann doch ziemlich easy peasy going, mal eben kurz erledigt. Hätte ich ja nicht so erwartet. Tja, dann würde ich sagen, gehen wir zurück zum Questgeber. Und dann kriegen wir auch neue Quests aus dem Steinbruch. Davon gehe ich mal schwer aus. Das ist ja ein Ding. Dass wir wirklich wieder an dieselbe Stelle kommen, hätte ich nicht erwartet. Das heißt natürlich, wie gesagt, dass wir diese Viecher schon erledigt haben, vor nicht allzu langer Zeit. Und in den Sonnenuntergang gehe ich jetzt einfach mal zu Fuß mal wieder. Ohne unsere Plötze. Genieße ein wenig die Landschaft. Ich muss schon sagen, ich mag das einfach. Also ich bin ganz ehrlich, es ist einfach so, es macht einfach Spaß, durch die Gegend zu spazieren, wollte ich schon sagen, einfach zu spazieren und sich die ganze Chose hier anzuschauen, weil das ist so eine schöne Landschaft, die man gerne auch vielleicht mal einfach so besuchen möchte. Dann gehen wir ab durch den Wald, wo wir hergekommen sind, glaube ich. Und dann können wir die Quest auch schon abgeben. Bin ich glücklich. Dass wir das so einfach hinbekommen haben jetzt doch. Aber wir müssen nicht mal kämpfen. Also nicht großartig kämpfen. So, und jetzt müssten wir gleich wieder beim Steinbruch sein, wenn ich mir das so angucke. Hallo? So angucke hier.
Hallo meine Freunde, ich bin wieder da, euer Freund der Geralt. Na, habt ihr eure Arbeit schon wieder aufgenommen oder habt ihr immer noch Schiss in der Buchs? Es scheint ganz so. Hallo, werter Vorarbeiter. Und, weißt du jetzt, weshalb die Kuh fliegen konnte? Ja. Ja, ihr könnt euch wieder an die Arbeit machen. Es war keine Plage der fallenden Kühe. Hab ich doch gleich gesagt. Da fällt mir aber ein Stein vom Herzen. Sag mal, wieso ist die Kuh denn gefallen? Ein junger Schleimling ist über den Steinbruch geflogen und hat sie fallen lassen. Er wollte sie in sein Nest bringen, für seine Mutter und seine Geschwister. Von den Monstern werdet ihr nichts mehr hören. Ich habe das Nest samt Eiern eingeäschert. Das war eine kluge Vorkehrung, aber ich kann dir nur zahlen, was wir vereinbart haben. Mehr habe ich nicht. Hier, nimm dies. Und danke, Meister. Ja, 300 Kronen, das ist schon in Ordnung. Für das bisschen, was wir da gemacht haben. Und damit ist der Steinbruch wieder, ja, beliebt. Oder belebend. Dann ist jetzt alles klar, was? Keine Götter, keine Plage, nur ein Drache. Und der ist auch weg. Wir zahlen Emils Witwe eine Abfindung und das war's. Also, worauf wartet ihr noch? An die Arbeit, zack, zack. Ich glaube, dass immer noch was faul ist. Was ist mit den Baumeistern, die Statue zusammensetzen sollten? Vor 3 Tagen sollten sie in Ardaiso sein und kein Zeichen von ihnen. Sie sind auch erschlagen worden, ich weiß es. Oder gefressen. Oder Heuschrecken haben sie erwischt, wie in Sirikanien. Was soll denn dieser Mist jetzt? Der Architekt hat geschrieben, dass sie sich wegen einer Marmorlieferung aus Metina um eine Woche verspäten. Für den Bart des Propheten. Also haltet jetzt das Maul und fangt an zu arbeiten. Gehen wir ein Stück, Meister. Okay, ist die Quest noch nicht ausgestanden oder wie oder was oder wo? Was ist denn nun los? Ich muss zugeben, das war gelogen. Aber ich kann mir nicht noch eine Panik leisten. Die Baumeister sind wirklich verschwunden. Komm später zu mir, dann erzähle ich dir die Einzelheiten. Okay. Eine weitere Quest also. Na dann. Ja, da gehe ich dann gleich hin. Dann rede ich mit dem. Aber vorher gehe ich mal kurz zum Anschlagbrett. Das war ja irgendwo hier vorne, wenn ich mich... Ah, nee, auf der anderen Seite war das. Da muss ich hin. Das hole ich mir mal eben kurz noch in dieser Folge, das Anschlagbrett. Dann haben wir wieder ein paar neue Quests. Hier und sonst nirgends. Eine komplette Ausrüstung kaufen. Ich muss vielleicht kacken. Ja, dann geh halt kacken, Alter. Nicht maulen, machen. So, mal sehen, was wir hier auf dem Anschlagbrett so stehen haben. Den Kran haben sie auch wieder in Stand gesetzt. Die Kuh ist weg. Tagediebe, Halunken, Brückeberger, Faulpelze. Wie sieht das aus, Fick da drüben? Wollen Sie mich doch mal. Klingt hier sehr motiviert alles. Super Stimmung. So, Händler aufgepasst. Händler, die östlicher Richtung unterwegs sind, sollten sich von Delenfa Pass fernhalten. Hört auf mich, nur mit viel Glück habt ihr dort nur meine Waren verloren und nicht mein Leben. Na dann. Ein altes Paar in Not. Ich möchte, dass jeder über die wahre Natur der Gräfin Di Sacor Bescheid weiß. Diese herzlose Hure warf ein altes Paar auf die Straße, das auf den Basanehof gelebt hatte. Seit ich denken kann. Ich weiß nicht, warum sie das tat, doch es war außerordentlich bösartig. Eine besorgte Seele, die alles Böse verabscheut. Aha. Rittermarsch nach Castelladaccia. Es ist ein offenes Geheimnis, dass die Castelladaccia-Anwesen schreckliche Dinge geschehen.
Seitdem Filbert Vierfinger dort die Familie ermordete, die das Anwesen bewirtschaftete. Die Leute sagen, das Haus wäre das neue Heim für des berüchtigten Hundefängers. Aha, ist das so eine Art Rattenfänger? Wer weiß das schon. Es wird Zeit, diese Behauptungen auf den Grund zu gehen. Ich suche nach tapferen Seelen, die sich dem geplanten Marsch auf Castel Dacia anschließen wollen. Henkel der bärtige, fahrende Ritter. Geburtstagseinladung. Alle, die gerne mit mir anstoßen möchten, sind herzlich eingeladen. Zum 18. Tag dieses Monats in die Taverne zum Basilisk zu kommen. Am heutigen Tag bin ich 40 Jahre auf dieser Welt. Aber bitte denkt daran, dass weder das Essen noch die Getränke auf mich gehen. Geschenke nehme ich aber gerne entgegen. Victor, ihr wisst schon wer. Ja, super. Eine Einladung zu seinem Geburtstag und die Gäste zahlen. Coolio! Das Ende von Filbert Vierfinger und der Schreckensherrschaft seiner Hunde. Gute Nachrichten für alle Abonnenten unseres Blattes. Filbert Vierfinger ist tot. Die teuflische Hanse von Montcrane wurde von dem berühmten Hexer Geralt von Riva in die Knie gezwungen. Ach, war das nicht der, den wir erschlagen haben, da oben auf dieser einen Burg? Die Burg wurde der Wache überantwortet. Doch es stellt sich die Frage, war wirklich ein Fremder nötig, um diese Angelegenheiten zu klären? Wo waren die fahrenden Ritter, als wir sie brauchten? Bekanntmachung. Wir kaufen seltsam aussehende Steine. Erfahrt mehr über ihre Besitzer. Naturphilosophische Fakultät der Kaiserlichen Akademie. Coolio. Nun gut, dann machen wir uns mal auf den Weg zum Typ da wieder. Ich glaube, viele Quests haben wir jetzt hier nicht bekommen. An dieser Anschlagtafel. Schade eigentlich. Das Pferd hat gerülpst. So, und gleich müssten wir wieder bei unserem werten Herrn. Ohne Lohn rührt sich nicht mal ein Pferd. Was ist denn der? Ach, da. Verflucht und zugenäht. Ich will schlafen. Ja, dann geh doch schlafen. So, da sind wir wieder. Aber was der werte Herr uns zu erzählen hat, würde ich sagen, das erfahren wir dann erst in der nächsten Folge hier von The Witcher 3 Blood and Wine. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Mit einem Blick auf diesen wunderbar orangenen Himmel mit in der untergehenden Sonne. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und haut rein. Euer Bussard.